Herr Giesinger, warum ist denn die Versiegelung der Böden so ein großes Problem? Die Versiegelung der Böden und die Zerschneidung der Landschaft ist sowohl für Tiere und Pflanzen als auch für uns Menschen lebensbedrohlich geworden in ihrem Ausmaß. Wir können so einfach nicht weitermachen. Jetzt ist es ja so, dass immer mehr Grundstücke bebaut werden. Wusste man das denn früher nicht, dass so viel gebaut wird, beziehungsweise haben Städtebauer da einfach gepennt? Es ist so, dass der Bedarf der Menschen danach, Gewerbe zu haben oder eben wohnen, dass der ungebrochen ist seit den 60er Jahren. Wir haben dramatische Zunahmen an Baugebieten, und die konzentrieren sich zum Teil auch noch in einzelnen Landschaften. Und hinzu kommt, dass der Bedarf pro Mensch, der Wohnbedarf pro Mensch steigt. Das ist auch nochmal ein Faktor, der dazu kommt. Was muss sich denn konkret ändern oder können wir überhaupt noch was retten? Ja, das können wir. Und zwar einerseits, indem wir diesen Flächenfraß, diesen galoppierenden Flächenfraß schlicht und einfach stoppen, aber auch, indem wir die bebauten Gebiete grüner machen, mehr Bäume pflanzen, mehr mit Wasser machen, auch speziell in unseren Städten, weil es dort durch die vermehrten Hitzetage infolge des Klimawandels immer schwerer erträglich ist. Sie haben die Hitzetage angesprochen. Was wäre denn so ein konkretes Beispiel, was wir denn jetzt tun können, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Dass man eben nicht mehr Parks oder Schrebergärten verbaut, sondern die erhält und vielleicht sogar durch neue Bachläufe oder durch Teiche und Ähnliches, durch Wasserflächen, auch Wasserspiele, die hohen Temperaturen in der Stadt dämpft. Gibt es denn Beispiele aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, wo Sie sagen, da funktioniert das schon? Es gibt zahlreiche Städte, die Versuche machen. Aber es gibt halt auch die Gegenentwicklung, dass man nämlich sagt, man will die Menschen in der Stadt halten oder man sagt, man will neues Gewerbe und dehnt sich aus. Und dann kommt die Konkurrenz zum Ausland beim Gewerbe und ähnliche Argumente und die führen dann dazu, dass in der Summe immer noch mehr kaputt gemacht wird, als begrünt oder so ausgestattet wird, dass die Natur und wir Menschen gute Lebensqualität haben. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was kann denn jeder Einzelne von uns machen, damit es uns besser geht, damit es nicht mehr so heiß in der Stadt wird? Naturnahe Gärten, die den Rasen größer, höher wachsen lassen, Pflanzen pflanzen, die weniger Wasser brauchen. Das sind so die Sachen. Der naturnahe Garten, das ist, glaube ich, das Wesentliche, das jeder machen kann. Herr Giesinger, vielen Dank. Auch Ihnen vielen Dank.